So, ich habe das Ganze auf Englisch gemacht und 1000 Menschen haben mich angehaut, dass ich das jetzt auf Deutsch mache. Und für meine Piefke und für meine Ötzi und auch die Eidgenossen nehme ich mir die Zeit und mache das Ganze auf Deutsch. Now, ich habe eine Scheißschüssel, also eine Toilette, kann man auch so sagen, die Schwester von diesem Foodwaschgerät habe ich montiert. Und nach einer Woche sind so Indianer eingezogen. Also keine Indianer, sondern Menschen vom Indien. Also ein sehr lieber Mensch, wirklich, wirklich ein guter Kerl. Und eine Woche später ist die Family gekommen und er hat mich dann angerufen, dass es Probleme gibt, weil das Wasser aus der Toilette rauskommt. Und ich bin dann hingefahren, haben mir das Ganze angeschaut und haben mir gedacht, ja klar, die essen diesen verfickten Curry, ja, da brauche ich nur mal ja ein Minimax, ja, weil mir das Arschloch so brennt nach dem Curry, ja, und diese ganze Curry hat mir diesen Plastik dann aufgefressen, ja. Bin ins Geschäft gefahren und haben einen anderen geholt, ich habe das reingehaut und eine Woche später ruft er mich wieder an und sagt, schau, wir haben das gleiche Problem. Ja, das ist mir natürlich bis ins Arschloch reingegangen, ne? Und ich bin ins Geschäft zurück und bin in der Schlange gestanden und da war ein Rohrsau, also Installateur, im Fachjargon, so heißen die, Rohrsäue. Und ich habe ihm das gezeigt und er hat gemeint, ja, das sind Ratten, die Ratten essen das auf. Und die haben gerade den zweiten Stock, dass die Ratte auf so eine Pipe einmal darauf geht, auf den zweiten Stock, dann kann die Ratte gleich einmal auch ins Haus rein. Aber im Haus haben wir keine Mäuse gehabt. Wir haben so Ratten. Wir hatten Mäuse, aber keine Ratten. Na. Ich bin dann hergegangen und habe das Ganze korrekt gemacht mit die richtige Pipes. 45 Winkel und 90 Winkel und ich habe das Ganze jetzt proper gemacht und das kann das nicht mehr passieren. Aber im Geschäft haben die gesagt, dass obwohl ich das jetzt eine Woche gekauft habe, die wollen das Geld nicht zurückgeben. Hab dort ziemlich Gas gegeben, aber die Kohle ist nicht zurückgekommen. Deswegen mache ich diese scheiß YouTube-Videos, weil ich hoffe, dass ihr das Ganze jetzt anschaut, schön brav auf die ganze Advertise draufklickt, auf die Werbung, weil ihr von mir natürlich jetzt was gelernt habt, weil ich bin jetzt der Experte geworden und wenn ihr diesen selben Track zu Hause habt, dann habt ihr Ratten im Schlauch, ja? Und deswegen müsst ihr aufpassen, weil na klar, die Ratte, da kommt der Locher durch und dann hast du es in der Haut und das ist dann vorbei, weil wenn die in der Hütte drinnen sind und du bist jetzt einmal in Urlaub oder so, dann schaut es aber lustig aus, wenn du zurückkommst. So, schön brav auf diese Description runterfahren, klicken auf die Buy Me a Coffee Button und send mir ein paar Euro, dass ich mir nächstes Mal wieder mal so ein Pipe leisten kann. So, danke für Schauen und immer wieder gerne, wenn ihr irgendwelche verfickten Fragen habt, dann bitte mich fragen. Der Rosa, der Installateur, Experte. Doggy Doggies for my channel, tuning in, like, share, comment, and of course, auf Wiedersehen.